Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal geht es weiter mit ein bisschen mehr Objektorientierung tatsächlich doch noch. Es geht um Enums und Enums sind tatsächlich in Python einfach nur ein kleiner Trick. Aber das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Video. Allerdings hat es viele praktische Anwendungen und es ist echt cool, die zu benutzen. Deswegen ein Enum nummeriert für die Leute, die nicht von Java oder sowas kommen. Ein Enum nummeriert einfach auf. Das heißt, wir sagen Class. Gefahr, das finde ich ein sehr praktisches Beispiel, muss ich ehrlich sagen. Man möchte vielleicht nicht unbedingt sagen, okay, meine Gefahr ist 1 oder meine Gefahr ist 0, sondern man möchte eher sagen, meine Gefahr ist hoch oder niedrig. Und damit kann man vielleicht besser rumrechnen auch, wenn man das einfach so machen kann. Jetzt sagt man hier einfach, okay, Class Gefahr, niedrig, mittel und hoch. Gleich und dann sagt man hier Range von 3. So, und was wir jetzt hier bekommen haben, ist folgendes. Wir gehen einfach von 0 bis 3 hoch. Das ist 0, das ist 1 und das ist 2. Genau. Und wenn ich jetzt hier eingebe, okay, print, ups, ohne Slash, print Gefahr.niedrig und das Ganze laufen lasse, ich habe hier schon mal die Run-Config erstellt, dann bekomme ich hier einfach eine 0 raus. Wenn ich hier jetzt beim Mittel bin, bekomme ich eine 1 raus und bei Hoch logischerweise dann eine 2. Und so kann man dann relativ easy damit rechnen und ja, damit noch mehr machen. Genau. Ja, und im Prinzip war es das auch schon wieder, was man hier mit diesen Enums machen kann. Man kann jetzt allerdings hergehen und sagen, okay, irgendwelche Funktionen, zum Beispiel def laufe, und man läuft dann irgendwoher, also die sind jetzt nicht in der Klasse Gefahr, sondern irgendwo anders. Man läuft dann irgendwo hin und dann bekommt man den Gefahrenwert an einer bestimmten Position oder sowas. Wäre für ein Computerspiel zum Beispiel nicht schlecht, das zu haben, dass man da hinläuft und dann bekommt man den Gefahrenwert zurück und dann hat man da so einen Gefahrenwert und weiß jetzt nichts damit anzufangen. Dann kann man sagen, okay, sagen wir, mein Return-Wert ist der größer, if red größer Gefahr Punkt Mittel, dann laufe wieder woanders hin, keine Ahnung. Und so kann man dann weitermachen. Also man kann dann quasi ein Return, das Ganze hier als Return-Wert benutzen und dann eben vergleichen, ob die Gefahr an der Stelle groß ist oder jetzt nicht so sehr. Ja, praktisch und sehr kurz und echt extrem kurz. Die könnt ihr einfach irgendwo reinklatschen. Logischerweise kann man hier auch noch mehr machen. Nur sollte die Zahl hier hinten der Anzahl an Elementen hier drin entsprechen. Das wäre sinnvoll. Gut. So, und weil das Ganze jetzt zu kurz war, habe ich noch was Kleines für euch. Und zwar öffnen wir tatsächlich mal wieder die Python, den Python-Interpreter und geben folgendes ein, import vis. Und das ist so ein kleines Easter Egg von Python, das habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. So als kleiner Bonus, weil das Video so arschkurz ist. Alles klar, bis zum nächsten Mal dann und wir hören uns. Ciao, ciao.